Hey Freunde, was geht? Euer Wizard am Start und heute gibt es was ganz Besonderes, denn heute ist der 10.10. Boop. Auf jeden Fall der 10.10., der 10. Oktober und heute ist Weltpsychische Gesundheitstag. Also quasi für alle, oder auf Englisch Wort Mental Health Day. Auf jeden Fall ein Tag zum Feiern für die psychische Gesundheit. Ich finde es cool, dass es sowas gibt. Habe ich heute durch meine Meditations-App quasi entdeckt. Und ich wünsche euch allen Schizophrenen, oder allen psychisch Erkrankten besser gesagt, eine gute Heilung. Darauf, dass ihr euer Leben meistert und darauf klarkommt. Auf jeden Fall, das ist natürlich nicht alles. Es geht natürlich heute auch wieder auf Schizophrenie auf dem Weg der Heilung. Das soll auch ein Motivationsvideo sein. Und zwar, man muss sich so vorstellen, ich war seit dem letzten Schub 2019 durch Drogen verstärkt, Anfang 2020 war das dann, wo ich endlich wieder zu mir gekommen bin, war ich ganz unten, ich war komplett am Boden zerstört, habe nicht einmal mit meiner eigenen Familie reden können, ohne dass ich mich unwohl gefühlt habe, aber jetzt geht es immer wieder bergauf. Zum Beispiel habe ich 2020 auch probiert, dass ich einen Führerschein mache, ist nicht gegangen, ich war einen Tag im Kurs, und die Stimme nochmal so zugesetzt und haben mich schlecht behandelt und mir Angst gemacht und ich habe mich überhaupt nicht konzentrieren können. Und jetzt, heute, übermorgen habe ich schon wieder Fahrstunde. Richtig krasser Scheiß und ich finde das Fahren richtig geil. Aber wie schon gesagt, vor ein, zwei Jahren hätte ich mir das nicht einmal vorstellen können. Ich habe es probiert, ist nicht gegangen. Und 2021, also das Jahr, habe ich im Jänner auch eine ambulante Therapie in der Tagesklinik gemacht, in der Psychiatrie. Und habe ich vor zwei, drei Jahren oder so war das, oder vor zwei Jahren, ich weiß nicht, auf jeden Fall wollte ich das schon mal ausprobieren. Erster Tag, richtig schlecht gegangen, richtig schlecht. Und habe es nicht machen können. Am ersten Tag gleich abbuchen. Aber das 2021 ist ein gutes Jahr für mich gewesen. Und ja, jetzt habe ich eben die tagesambulante Therapie einfach gemacht, habe super Leute kennengelernt. Leider habe ich nicht wirklich mehr Kontakt zu denen, aber war richtig nice. Auf jeden Fall, wenn ich das schaffen kann, aber ich bin ein bisschen heute Drecksamer. Ja, kleiner Joke, auf jeden Fall, ihr könnt das auch schaffen. Und noch einmal alles Gute zum Weltmentaler Gesundheitstag und ich wünsche euch nächste Woche eine richtig gute Woche. Lasst es euch gut gehen und jo, das war's glaube ich mit mir fürs Erste und Peace out, Freunde.